Willkommen zurück. Hologrammrätsel gelöst. Aber coole Idee eigentlich mit den Rätseln. Bitte jetzt noch mehr Rätsel, aber keine Bosse. Bleibt zusammen! Scarlet wird uns mit rostigen Klingen häuten, wenn wir versagen. Mir geht's ziemlich schlecht. Ja, das habe ich gesehen. Ich hole dich zurück. Da müssen Sie schon härter zuschlagen. Was für ein scheiß Dialog die Leute haben. Mir geht's ziemlich schlecht. Spürt die Wut. Naja, ich glaube, ich fall jetzt. Lustigerweise nehme ich jetzt wieder mehr Schaden, warum auch immer. Nimm mit den Gegner. Nein! Oder vielleicht doch. Komm her. Ja, es hat funktioniert. Funktioniert in seltenen Fällen die Fähigkeit. Die Fähigkeit Kette ist eigentlich so ziemlich scheiße. Außer wenn man Minions Gegner hat. Dann ist sie wieder gut. Wollen wir was anderes ausprobieren? Macht euch um mich keine Sorgen. Sieht schlimmer aus, als es ist. Wie? War es nicht schon vorher? Ja. Gefangenschaft macht mir nichts aus, aber... Urherzgenerator entdeckt. Keine Sekunde länger. Ich bin schneller als ein Centaur. Shit. Also prinzipiell soll das, glaube ich, ein Witz sein, oder? Ich wusste, ihr wolltet meine neue Anlage von innen sehen, Kate. Bleibt standhaft schon. Wie gern hält sie euch? Was? Ne, damit haben wir nicht gerechnet. Wir müssen ja dann eigentlich nur die holographischen Dinger kaputt machen, haben wir erstmal Ruhe, oder? Ja, ja. Die werden wir auch nicht leben. Ja, sorry, ich konnte mich gerade nicht heilen. Meine Hände waren gerade. Die eine hat zumindest die Tasten gedrückt. Scheiße. Es liegt noch jemand anders. Ja, ich. Wo, wer, wo, wie, was? Bleibt standhaft. Was glaubt ihr, wird die blasse Mutter sagen, wenn sie herausfindet, was gut. Sie getan hat? Den Albtraum hoch von euch Cashew? Alter. Und wie begeistert sie sein werden über euren kleinen Fehltritt? Da müssen sie schon härter zuschlagen. Kann man irgendwie von diesen Bodenblitzdingern weggehen? Ja, ist noch aus dem Feld raus. Oh, jetzt ist es bei mir. Na toll. Nein! Alter! Jemand versucht, mein Gruselkabinett zu sabotieren. Oh Mist, ich glaube, ich krieg mich nicht selber geheilt. Alarmstufe rot. Alle Mann auf Gefechtsstation. Schild auf Maximum. Mark hat's am einfachsten beim Aufstehen. Sein Pet kann ihn heilen. Ja, ich weiß. Das mache ich auch die ganze Zeit. Aber das ist immer auch nicht so einfach. Weil das Pet auch nicht ewig lebt. Bleibt standhaft. Shit. Alter. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Gibt's irgendwelche Stellen, wo man sich hinstellen kann, ohne getroffen zu werden? Oder? Ja, das sind diese Böden. Ja, diese Böden, diese Säulen, die hochkommen. Genau. Ach, da sind die. Ich fühle mich gut. Mario, wie lange sind wir schon. Wie kannst du das eigentlich Divinity. Ah, ne, kannst du ja nicht. Du nutzt, glaube ich, auch die Effekte von Divinity Original Sin 2 nicht. Richtig. Hä? Bleibt standhaft. Erhebe dich, meine Kreatur. Alter! Das Ding ist weg. Nee, ist es nicht. Kipp da irgendwie mal runter.
Ja, die ziehen einen runter. Ich war gerade für einen Momentum tot. Sag doch was, Marc. So. Ja, ich bin wieder da. Bleibt standhaft. Oh, alter Schwede. Wenn das Ding hochfährt, dann... Immer wenn es hoch oder runter fährt, dann ist es plötzlich nicht mehr da und man fällt einfach auf den Boden. Ja, das ist ja auch normal. Wenn du auf einem Hochhaus stehst und das Hochhaus wird gerade von der Bombe getroffen und stürzt ein, dann fällst du auch runter. Wenn du die Zeit dann allerdings wieder zurückspulst, dann wirst du auch wieder oben drauf stehen. So einfach ist das. Ach. Ja, bin auch schon dabei. Da hast du recht. Bleibt standhaft. Alle Mann zum Hauptenergiekern. Dies ist keine Übung. Aber wenn ihr versagt, dann gibt es eine. Ihr müsst das Ding schon. Es ist abgeschirmt. Spürt ihr schon das? Sieht aus wie Billy als Krüppel. Gerade so. Nehmt das. Okay. Tja, das wird bei mir auch so sein. Alter Schwede. Oh, ich glaub, was, bin ich der Einzige? Ich bin gleich wieder da, hoffe ich. Oder auch nicht. Ach, scheiße, das ist so eine Kreise. Ja, da lag ich genau drin. Ja, und wo liegst du? Mitten drin, und das ist nicht gut. Kommt hier nicht hin. Darf nicht liegen. Ich versuch mich aufzurappeln. Ja, ich versuche mal Markt zu heilen. Geht gerade nicht. Nee, ich lieg in diesen scheiß Zahnrädern. Nee, du lagst nicht, aber irgendwas Unsichtbares hat mich gerade weggemacht. Boah, diese scheiß Nase, ey, ist ja zum Kotzen, ey. Jedes Mal läuft die, wenn man aufnimmt. Ah, jetzt sind die Zahnräder weg. Bleibt standhaft. Keine Sorge, der macht neu. Ach, da hinten bist du. Ich hoffe, ich komme. Au, Alter! Was ist das für der Wichsel? Das kann ja wohl nicht. Tot. Er hat mich. Er hat mich tot gecheatet. Das ist eine Fähigkeit, die darf doch kein Gegner haben. Statistisch. Alle 11 Minuten stirbt ein Spieler durch einen cheatenden Boss. Ja. Oh, danke. Lass erstmal wieder beleben, was wir wiederbeleben können. Ja, ich renne gerade zu Grauen rüber, in der Hoffnung, dass ich ihn erreiche. Ja, der Knochenteufel ist schon fleißig dabei. Meine Schuld, sie so ersetzbar zu machen. Ja. Scheiße. So, jetzt sind wir auf jeden Fall alle wieder da. Er ist ein Gegner. Ha, der greift meinen Hund an, das ist ja geil. Er ist also beschäftigt. Bleibt standhaft. Alter. Schon wieder tot. Klemme. Och du Scheiße. Down. Ernsthaft jetzt kommst du mit. Ja, hallo, was soll ich denn machen? Ich kann ja auch nicht. Alter, er hat mich tot. Er hat mich kot. Er hat mich kot, ja. Er hat mich kot. Den kann ich euch nicht retten. Nee. Ich mach die Jalozinen zu. Die sind immer noch auf gerade. Moment. Ah, ich krieg's verschwinden wohl wieder. Verschwindet nach einer Zeit, ja. Ich bin gleich wieder da. Ja, bin da. Alter, und bin gleich wahrscheinlich wieder weg, weil er wieder diese Wellen macht. So. Och Mensch. Nein.
Meine Güte, können die Kreise mal aufhören? Jetzt. Bitte. Sich nur beschweren. Auf diese Kreise kannst du schauen, wenn du stirbst. Jetzt kratze ich schon wieder ab. Die Wellen sind einfach nur ultra. Boink, ja. Boink, boink. Boink, boink. Wer sind das eigentlich? Da kann doch keiner mehr leben. Wer wirft denn da euch? Achso, er wirft eure Leichen herum. Also ich dauere noch ein bisschen. Nein. Alter. Er wollte mich Beybladen. Beyblade. Alter. Ich stehe im Schutz von diesen Trümmern und deswegen kann er mich nicht quälen hier. Er wollte mich totbeybladen. Achtung, Kreisel. Wow, schon wieder. Ja. Hier, oh, Alter, der hat dich gewonnen, Kreiselt. Alter. Ach nee, ne? Ist das schon, was ist das jetzt? Nee, ist. Ja. Tot. Das war's. Er ist halt ein Experte in Beybladen. Also, der weiß ganz genau, wie er den Kreisel werfen muss. Dann müssen wir einen Mega Man holen. Geht nie Mega anders. Mega Man? Ja. Mega Man Erfahrung mit Kreiseln? Nee, aber wir können ihn einklinken. Einklinken? Ja, einklinken Mega Man. Ganz uralt. Okay. Ist auch eine Anime-Serie. Aber Mega Man kenne ich nicht wirklich. Also ich glaube. Ich glaube, es gab zwei. Ich glaube, es gab. Ich war immer noch. War damals in dieser Serie irgend so ein quasi online. Ja, so ein Spielcharakter. So ein Online-Ritter, ja. Und. Okay. Wenn du den dann eingeklinkt hast, dann hatte der dann eben spezielle Fähigkeiten, die dann. Achtung, Kreise. Boah, und AE. Aber er macht anscheinend nicht immer alles. Ja, frei. Nö. Er hat mich gerade. Gut versteckt. Er hat mir gerade 14.000 Leben mit einem Schlag abgezogen. Also, er hat auf den Boden geschlagen und hat mich gleich gewonnen-hittet. Hier sind holographische Stürme. Naja, viel besser. Wieder in Deckung gehen. Bleib nicht gestunt. Nicht, ne? Zeit, echten Schaden anzurichten. Das ist lächerlich, ganz ehrlich. Ich habe gegen mindestens schon 5, 6, 7 Endbosse in irgendwelche Spielen gekämpft, aber der toppt alle. Wo bist du denn eigentlich? Ich stehe hier. Wow. Ich blute. Ich fühle mich gut. Ich lasse meine Minions das machen. Ich bleib hier. Was hat mich doch getroffen, obwohl ich in der Deckung stand hier. Ja, ich habe dir vertraut in der Sache. Ja, bei meinem hat das auch funktioniert. Oh. Glaube ich, dass der Boden jetzt wieder ist, wollen wir hier raus. Er macht ein Viertel des ganzen Dings zu so einem Blitzdings, da müsst ihr ihn raus. Ja, und dann wickst du ihn weg. Das ist ja unglaublich. Liegen wir hier gerade zu dritt oder sind wir alle hier? Ja, wir sind alle in der Ecke. Aber. Wie das aussieht, ey. Hilfreich werden hier CC-Skills. Übersetzen bitte, ja. ich weiß das gerade nicht. Was ich. Ja, komm. Gedacht, schnell hier raus. CC Custom Campaign. Da, jetzt müssen wir ihn wieder angreifen. Hilf mir jemand. Ah, nicht da rein. Okay. Der sieht aus wie einer von diesen Urtümbäumen. Die fliegenden Zahnräder sind fern. Ja, nur halt in mechanisch und böse. Sehr böse. Die fliegenden Zahnräder sind Fernkampfwaffen, ergo Projektile. Aber mein Projektil-Schildabwehrgerät hat sie nicht abgewehrt. Ah, die sind so stark für ein blödes Schildabwehrgerät, schreibt sich mal. Mein Schildabwehrgerät ist extrem awesome. Ja, auf dem Bayer nicht. Auf dem Bayer? Auf dem Bayer nicht, ne? Das ist auch recht. Wann ist man hinter den Teilen sicher und wann nicht?
Crowd Control heißt das. Genau. Du musst den Balken von dem weg. Bewegungszustand des Gegners verändert ihn also für eine Zeit aus dann dem Kampfgeschehen fernhält. Oft im PvE wird Crowd Control nicht gerne gesehen, weil es den Kampf verlängert. Aber auch in ja gut, kann auch entscheidend sein. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie meine Crowd-Control-Fähigkeiten aussehen bei meinen. Siegel des Ruins reinmachen, das hat echt viel. Siegel des Ruins, okay. Ich meine, den habe ich glaube ich sogar drauf. Könnt ihr mal gucken. Alter, wann hört denn mal euer Feld wieder auf zu blitzen? Ich glaube, das ist hier irgendwo da. Verbessert Kraft, schleudert euren Gegner zu Boden. Aber schleudert euren Gegner zu Boden, das wird bei dem nicht klappen. Ich könnte es gerne mal ausprobieren. Betäubung und sowas. Der Boss hat unter seinem Leben eine Leiste. Wenn die weggemacht wird durch Beton etc., dann bleibt der Boss für ein paar Sekunden stehen. Ja, genau. Das stimmt. Das ist diese hier. Das ist diese, ich mach euch fertig Leiste. Ich habe die leider nur zur Hälfte wegbekommen und dann hat die wieder angefangen, sich aufzufüllen. Mentor. Ich hab noch 119 Leben. Oh mein Gott. Also bei Nico ist auch Fleischgolem für PC gut. Warum hört das Feld bei euch nicht mehr auf zu britzeln? Komm schon. Achso, das ist wieder die andere Farbe, das heißt, er bleibt da stehen, ja? Oh Gott, das hat er mir umgehauen. Nimm den Hammer und das Siegel. Ja, den Hammer habe ich schon. Kommst du alleine wieder hoch? Ich ja. Ich nicht. Nee, das ist klar. Oh, anscheinend doch. Oder? Komm. Eigentlich kannst du die vier durchheilen, auch wenn du in diesem Feld liegst. Ja, aber aus irgendeinem Grund hat er aufgehört. Okay. Hoffen wir mal, dass ich dich hier wieder belebt bekomme. Wann hört denn das Feld bei Mike endlich mal auf zu leuchten da? Wenn ich gar bin. Und gut durch. Nur dann die Skills aktivieren, wenn die Leiste weiß ist, nicht braun. Ist das nicht grün? Alter. Die Musik ist irgendwie zu heroisch, habe ich das Gefühl. Warte mal eben. Shit, er kommt hierher. Nein! Bleib weg! Vorsicht, da kommt wann. Er steht in Kreise gemacht, ja. Ja. Blöder Flash-Golem, ey. Oh shit. Komm da nicht an Mike ran, egal wie ich da. Ich könnte sagen, ich mache irgendwann den Original-OS hier an, aber bei sowas immer die gleiche Musik zu hören, wenn man tot ist, ist nervig. Da will ich es lieber spannend haben. Grün. Grün ist richtig. Boah, weg hier. Achtung, Zahnrad. Ja, das hier ist so ein Hologramm-Typen. Hält mir zum Glück nicht viel aus. Er kommt. Nein, nicht jetzt pusten. Nein. Ich war auf der Plattform, jetzt bin ich auch in einem scheiß Feld, wo... Nein, nicht jetzt pusten! Ja, ich bin auch vielleicht ganz tot. Oh Mann, jetzt hast du die ganze Suppe verpustet. So, sind wir da, halbwegs. Ich habe eine Wiederbelebungskugel im Inventar, ja. Ja, hast recht, die könnte ich nutzen, aber die sind mir so zu wertvoll, Alter. Ne, ich glaube, die habe ich versehentlich mal eingesetzt. Hä, jetzt kann ich mir aus irgendeinem Grund heilen. Ne, ich hab tatsächlich keine Kugel im Inventar. Ich hab die Dinge versehentlich mal eingesetzt. Boah, das ist doch nicht wahr. Aber ihr habt den echt fast down. Komm schon. Solange er auf meinen Hund einprügelt, ist alles gut. Deswegen darf ich den jetzt auch nicht rufen, um mich wiederzubeleben. Naja, alles gut.
Alter. Der kommt. Mario, du rennst voll durch den. Das schaffst du nie. Fuck. Siehst du, hab ich doch gesagt. Ey, ich musste halt irgendwie weg, aber ich konnte mich nicht mehr heilen. So man. Ich lebe, oder durchzulaufen. Naja. Oh shit, jetzt greift mich ein Hologramm an, ne? Das ist ja klar. Alter, was toll, jetzt lieg ich wieder unten. Du bist auch ganz weg, du bist nämlich hinter der Karte verschwunden. Also bei mir liege ich noch da. Nee, du bist hinter der Karte. Ja, du bist aber hinter. Du bist aber hinter der Karte bei mir jetzt vom Blickwinkel. Beleb. Hopp, 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 hopp. Ja. Sehr gut. Ja. Ich hole mal was. Willst du mal meinen Hund angreifen und nicht mich, du blödes Ding? Ah, geht doch. Jo, und sonst so? Wir können immer fortsetzen und folgt machen. Danke fürs Zusehen. Komm, Alter, das ist doch nicht wahr, ey. Dieses Kackteil. Na komm. Wie lange überlebt mein Vogel noch? Scheiße, weg.